hier kommt doch schon Julien Zipfel zum Ring. Letzten Instruktionen von den Coaches von der Ecke. Dann die obligatorische Cutman-Behandlung. Und dann warten wir auf seinen Gegner Ömer Kandiras. Und jetzt kommt auch Ömer Kandiras hier zum Ring. Es wird trainiert von Bilal Jürg und Adnan Öss. Auch keine Unbekannten im österreichischen Kampfsport. Und dann starten wir auch gleich in den dritten Kampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der Vendetta Fight Night 30. Nochmal die letzten Instruktionen vom Referee, dass alles fair abläuft, und dann starten wir in die erste von 3x2 Minuten Runden. Mhm.
wir beide etwas ruhiger, versuchen mal Distanz zu finden. Sehr schöner Pushkick. Dann kann die was. Jetzt hier. Oh, jetzt hier schöner Headkick. Ah, Kandiras fordert hier Zipfel auf, aggressiver zu werden. Das hier sehr gut Kandiras, aber Zipfel lässt sich hier nicht provozieren. Nicht aus der Reserve locken. Schönes Knie von Kandiras, der hier mit den harten Treffern zum Körper. Jetzt hier 3-4 schnelle Schläge hintereinander zum Körper. Zipfel muss da aufpassen. Die kosten Kraft. Kandiras macht das hier sehr gut, sehr schön. Jetzt hier schöner, harter Leckig. Er kann jetzt immer wieder dann mit den Kombinationen. Jetzt wieder Headkick attempt, aber den Blockzipfel. Ja. Wieder bei Kandiras zuerst der linke Jab und dann 2-3 Schläge zum Körper. Das hat beide gut gemacht in der ersten Runde, würde ich aber eher in die rote Ecke geben. Sollten wir zu einer Punkteentscheidung kommen. Wir haben hier noch einmal die Highlights, hier sehen Sie Kandiras. Da sehen Sie das schöne Knie zum Körper. Dann immer wieder kann er so suchen, immer Körpertreffer, wie Sie hier sehen, die Schwinger. Sind aber noch unbeeindruckt davon. Zweite Runde freigegeben. Ah, da war ein unabsichtlicher Tiefschlag, der dürfte härter eingeschlagen sein. Wieder erholt, kann jetzt, ah, weist hier darauf hin, dass sein Schienbeinschutz verrutscht ist. Wird aber vom Referee gleich wieder gerichtet, damit der Kampf fortgesetzt werden kann. Und hier wieder kann jetzt mit den Treffern zum Körper. Zipfel klar der Defensivere hier in diesem Kampf bis dato. Inside Leg Kick von Kandiras. Ja, hier hat man es wieder kurz gesehen. Kandiras fordert Zipfel auf, ja, aggressiver zu werden. Der hat sich hier auf eine Schlacht vorbereitet. Jetzt wieder hier. 2-3 Schwinger von Kandiras.
Das ist sehr gut. Einen Altersunterschied merkt man hier überhaupt nicht. Ende der zweiten Runde hier. Im dritten Kampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier nochmal die Highlights der vergangenen Runde. Ja, ich habe es nochmal kurz gesehen, der Tiefschlag. Hier sehen wir, was ich meine. Kann jetzt versucht, immer zwei, drei Schläge zum Kopf zu landen. Werden die geblockt, geht er sofort auf den Körper. Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, wittert hier wieder einen Tiefschlag, kann er es, aber nichts Gröberes. Der Leckig von Kandias. Kandias fordert Zipfel hier wieder auf, aggressiver zu werden. Und hier sehen wir jetzt wieder die schönen Treffer zum Körper von Kandias. Jetzt hier schöne Linke. Wieder harter Lowkick. Nochmal harter Lowkick. Gleich gefolgt zum Headkick. Ja, Kandias lässt jetzt seine Kicks sprechen. Sieht schon am Bein von Zipfel, das ist schon rot. Allzu viel Treffer darf er hier nicht mehr einstecken. Schöne Richter gerade von Kandiras. Und letzte Runde. Auch der dritte Kampf geht zu den Scorecards und zu unseren Judges. Würde das aber hier klar für die rote Ecke werten. Für Kandias hat das hier super gemacht für seinen zweiten Kampf. Klar der aggressivere, technisch feiner, ausgereifter, trotz des Altersunterschieds von 11 Jahren. Dann warten wir noch auf die offizielle Urteilsverkündung. Darf ich Ihnen noch den vierten Kampf des heutigen Abends ankündigen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der erste MMA-Kampf des heutigen Abends bei der Vendetta Fight Night 30. In der roten Ecke Kenny David Rakasede vom Garage Combat Gym. Gewichtsklasse 63 Kilogramm dieser Kampf. Kämpfer Rakasede Gewicht gemacht, 1,80 Meter groß, 24 Jahre jung.
Bilanz vorzuweisen von 2 Siegen und 1 Niederlage. Ihm gegenüber steht in der blauen Ecke Jordan Ivanov vom Team Bisaev, auch das Gewicht gemacht, 1,75 Meter groß, 26 Jahre jung, für ihn sein Debütkampf. Hier haben wir nochmal die offizielle Urteilsverkündung, wie schon angenommen. Klarer Punktesieg für die rote Ecke für Ömer Kandiras. Gewinnt hier seinen zweiten Kampf.